Der Lehrlingslauf in Sillenstede ist seit mehr als 60 Jahren festes Ritual am Rosenmontag. Ebenso wie am Abend der Rosenmontagsball im Dorf. In aller Herrgottsfrühe machten sich gestern 20 Lehrlinge, darunter Zimmermann, Elektriker und Maurer, unter der Leitung von Frank Frerichs und Uwe Konring auf den Weg durch Sillenstede, Akkum und Grafschaft und ersangen sich ein kleines Zubrot zum schmalen Lehrlingslohn. Teufel, Eierfrau und Hauptmann gehören ebenso zur Tradition des Lehrlingslaufens wie das Fastnachtslied, das die Lehrlinge vor den Häusern ihrer Nachbarn aus dem Dorf vortragen, die ihnen dafür mit klingender Münze und manchmal auch knisternden Scheinchen danken. Örtliche Firmen spendierten den Lehrlingen Frühstück und Mittagessen. Am Abend folgte der Kassensturz und es wurde gerecht geteilt.